So, herzlich willkommen zu den Winter Games. Heute rausgekommen, ich muss dazu sagen, das Spiel habe ich vom Entwickler bekommen. Also von daher ist das jetzt quasi ein bisschen Werbung. Aber natürlich ist die Meinung nicht gekauft. Wir werden viel Spaß haben mit diesem Spiel. Wir hatten schon mit den anderen Wintersportspielen, die es so gab, richtig viel Spaß. Und ich finde es cool, dass es endlich auch mal wieder ein neues Wintersportspiel gibt. Also Winter Games 2023. Ich habe jetzt noch gar nicht richtig reingeschaut. Ich habe so zwei, drei Disziplinen gerade mal geschaut. Oh, Vibration, ja nice, super. Vibration ist schon mal gut, Sound habe ich ein bisschen runtergestellt, Grafik einfach auf Maximum, ballert richtig. Wie gesagt, der GTA 6 League ist ein Dreck dagegen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir gehen mal in die Cups rein, wir wissen ja, ein Vasi, ein Cup, so ungefähr wird das hier jetzt auch sein. Ich bin natürlich Mexikaner, das sieht man auch, sieht man mir einfach an, ne? Muss man sagen, ich bin einfach richtig mexikanisch. Vielleicht sollte ich mir hier den Schnurrbart doch wieder ankleben. Dann würde das wahrscheinlich sogar besser passen. Das machen wir. Also, gleich geht's los mit dem Amateur-Cup. Der Mexikaner war sie im Short-Track. Eine schlimme Disziplin. So, so ist das Ganze gleich viel glaubwürdiger. Fühle ich sofort. Also richtig gut. El Wamsi ist am Start. Wir gehen in den Amateur-Cup rein. Wir gehen ganz mutig. Ihr wisst ja, wie gut ich spiele auf leicht. Gehen wir mal rein und dann schauen wir uns mal an, was da so auf uns zukommt. Aber richtig nice und danke nochmal an den Entwickler, dass sie mir das tatsächlich geschickt haben. So, wir sind mit den Niederlanden am Start, mit Norwegen und mit Polen. Ah, sexy Bilder auf jeden Fall gleich mal. Da freue ich mich. Da kommt mein Schnurrbart gleich noch viel besser rüber hier bei den Damen. So, Anleitung, ja bitte. Startposition einnehmen mit LT und RT und Geschwindigkeit aufnehmen, wiederholt A drücken. Das ist der Start, okay. Dann lenken mit L, okay. Geschwindigkeit halten, erhöhen mit A und B, mein Bart fällt ab. Okay, sprinten kostet Ausdauer, sprinten kann man auch noch. Ist ja Wahnsinn. Okay, habe ich nicht verstanden, aber tue ich so. Und die Balance halten mit LT. Ist ja total easy. Das machen wir doch mal. Entschuldigung, ich huste noch ab und zu und mein Bart will irgendwie nicht halten. Wie in der Pubertät. Da wollte er auch nie richtig halten. Da war mir aber auch noch keiner gewachsen. So, okay. Ich bin, Entschuldigung, bereit und ich huste. Ja, ja, ich bin sowas von bereit. Let's go! Go, Wamsi, go, Wamsi. Ja, easy. Und jetzt? Ach so, 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 so. Ja, leicht. Ganz leicht. Da setze ich mich doch sogar ab. Nicht nur mein Bart geht gerade ab, sondern da... Eieieiei. Ihr hättet mal vorher sehen müssen, wie ich hier durchgelaufen bin. Da hat es mich ungefähr viermal hingeledert. Easy, das wird doch ein easy win. Alter, der Bart nervt. Okay, ich habe gerade immer daneben gedrückt, aber immer konsequent daneben. Hä? Ja, warum kommen die denn jetzt auf einmal so schnell? Das ist doch... Also man kann ja sprinten. Die sprinten, das ist unfair. Die sprinten doch. Ach, komm. Das ist doch Schummeln. Ja, kann doch durchaus... Alter, gibt's da nicht. Da sah es noch gut aus. Da sah es wirklich noch gut aus. Da, das... So bewege ich mich auch auf dem Eis. Da waren wir wirklich noch richtig gut drin. Und dann haben die anderen unfairerweise angefangen zu sprinten. Richtig unfair. Weißt du, die Krakowska, das ist so richtig eine auf Krawall, Fredheim und Smeets. Auch noch mit dabei kennt man übrigens von den Pete Smeets. So, let's go. Richtig gleich mal abgeräumt. Keine Medaille, aber Skeleton. Skeleton regelt. Ist immer meine Lieblingsdisziplin gewesen. Gerade der Start. Den habe ich immer richtig gut hinbekommen. So, die Anleitung schauen wir uns natürlich an. Geschwindigkeit aufnehmen, wiederholt A drücken. Das ist genau mein Horizont. Und aufspringen mit X. Nice. Achso. Warte mal, es geht ja noch weiter. Lenken, starkes Lenken. Ach, man kann stark lenken. Das ist ja nice. Und... Gerät der Schlitten in Kurven zu hoch, kommt es zum Sturz. Alter, dieser Bart. Der hält nicht mehr richtig. Ich hol gleich mal Tesafilm und dann klebe ich mir das übers Gesicht fest. So, let's go, Mexiko. Also wiederholt A drücken. Ja! Und aufspringen. Oh, ja, ich bin nicht aufgesprungen. Ich hab noch ein bisschen Zeit, wenn erstmal mein Bart hier im Wind flattert. Es geht leider nicht. Aber er geht immer mehr ab. Da geht mir richtig einer ab. Wisst ihr? Also, ich lenke.
Zwischenzeit 30, 42. Ob wir die unterbieten? Wir werden sehen. Boah, 6 Sekunden schneller. Ist einfach an meinem windschnittigen Haar. Das spart einfach nochmal ein bisschen Energie. Wenn ich jetzt so Valderrama-mäßig am Start wäre, dann wäre das natürlich alles nicht so gut. So, let's go. Sauber durchgekommen. Die Hackel-Georgine ist hier am Start. Alter. Komm ja auch nicht so gut durch. Die rote Linie irritiert mich ein bisschen. So, ist die gut, ist die schlecht? Okay, wir waren 15 Sekunden besser als die Konkurrenz. Easy peasy geschafft, ja. Nice. Super, 57 Sekunden. Das hat doch, oh, da stand was vom zweiten Lauf, oder? Ich hasse es, dass man da immer zweimal runter muss. Vor allem zweimal das exakt identische machen, was eine Minute dauert. Das schaffe ich im Privatleben ja nicht mal. So, also, ich glaube, dass wir diesen Vorsprung nicht mehr verlieren können. Aber diesmal schaffen wir es, komm. Diesmal springen wir auch auf. Ja, und aufspringen. Ja, nice. Pro-Gamer. Entschuldigung. Oh, Kurve, Kurve, Kurve. Warum sagt denn keiner was? Ach, das wird gut. Das wird richtig gut. Ich freue mich schon auf die nächsten Disziplinen. Ich glaube, Skispringen kommt als nächstes. Und mehr habe ich dann auch noch nicht gemacht. Das entdecken wir dann gleich alles. Oder wir entwickeln es einfach mit. Ich weiß es nicht genau, in welchem Stadium alles hier so ist. Oh, 11 Sekunden. Nee, 11. Was? Hundertstel. Tausendstel. Hundertstel sind wir langsamer. Als vorher. Das sind ja Formel-1-Ergebnisse hier. Das kriegen wir hin. Diesmal kommen wir hier unten besser durch. That's what she said. So, ja. Easy. Gleich mal grün unterlegt. Da ziehe ich mir noch die Regenreifen drauf und dann ist das hier einfach eine Rutschpartie. Und komm schon! Ja! Aber der hält ja nirgendwo mehr. Ach komm, lassen wir so. Sieht gut aus. Ihr denkt, der Bart ist schief? Nein, mein Mund ist schief. Aber das ist doch ein Easy-Sieg. Easy. Da hat die Konkurrenz überhaupt keine Chance gegen die mexikanischen Wintersportler. Also, jetzt wird es richtig eng. Wir haben eine Goldmedaille, alle mit 3 Punkten. Das ist ja der absolute Hammer. Und jetzt geht's ins Skispringen. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Dieses Jahr kein RTL-Skispringen. Es tut mir leid. Ich hätte die Anleitung mal anschauen sollen. Okay, komm, das schaffen wir auch ohne. Ja, los geht's. Was soll der Geiz? Aufwind ist gut. So habe ich es gelernt. Was muss ich machen? Okay, ein bisschen nach da lehnen. Okay, nach darüber und springen. Ich springe. Ein bisschen rüber, ein bisschen rüber. Nein! Boah. Nice. Das nenne ich mal eine Telemark-Landung. Aber auch von der Technik des Spiels her. Ich bin jetzt selten von Schanzen gesprungen, aber es, genau so muss es sich anfühlen. Genau so. Geil. Wie weit sind wir gesprungen? Gibt's Großschanze? Gibt's klar 117,5 Meter. Fast mal den K-Punkt erreicht. Richtig nice. Alter. Es ist unfassbar mit diesem Bart. Ja, das Backen ist aber ein schöner Sprung. Ein schöner Name für eine Sprungschanze. Halten für Weite. Ah, okay. Ich dachte erst halten für Wette. Das wäre viel lustiger gewesen. So, dann können wir, wenn ich es an der einen Seite festmache, dann ist es auf der anderen wieder weg. So, Windrichtung und Stärke bestimmen kann man. Man kann das Gleichgewicht halten, man kann abspringen und man kann landen. Okay. Das haben wir intuitiv sogar richtig gemacht. Richtig geil. Na, wie ist die Laune? Oh, habt ihr den Atem gesehen? Auf zum Atem, sage ich da nur. So, Aufwind, Baby. Jawohl, Schanzenrekord. Ich sag's euch. Schanzenrekord, instant. Ja, ja, ich gehe ja schon rüber. Jetzt halt auf. Das war doch völlig vermasselt. Warum machst du denn hier oben schon dicht? Warum macht denn da oben schon Parallelstil? Wir sind noch nicht 1963. Unfassbar. Ja. Auch ein bisschen semi-zufrieden. Da ist aber auch ordentlich Schnee in der Spur. Und ich... als würde er da runterrodeln. Super gut. So, aua. Also er klebt in der Mitte noch recht gut. Nur der Rest funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, guck mal hier, Haltungsnoten. 18,5 von allen im Schnitt, 109,5 Meter. Naja,
nicht ganz so gut, aber deutlicher Sieg für den mexikanischen Wasi. Gar kein Problem. Gut, dass ich die Utensilien hier noch liegen hatte. Ja, da sind wir doch einfach mal in Führung gegangen und jetzt kommt Super G. Der Riesentorlauf, wie es früher hieß. So, Anleitung bitte. Startposition einnehmen, Geschwindigkeit aufnehmen, habe ich. Lenken habe ich. Starkes Lenken, boah, starkes Lenken auch noch. Okay, LT plus L. Tore müssen durchfahren werden, okay. Bergabgeschwindigkeit gewinnen, RT drücken. Habe ich alles schon wieder vergessen, aber macht ja nichts. So, am Zug. Mit 9-Euro-Ticket, mit 49-Euro-Ticket sind wir hier am Zug. So, gehen okay, die Position. Leider nicht die Rückennummer 69. Und los! Ja! Alter, ist das langsam. Achso, ich muss lenken, gell? Okay. Das ist irgendwie ein bisschen langsam alles. Wie kann ich nochmal Geschwindigkeit... Ah, so kann ich Geschwindigkeit aufnehmen. Ist ja leicht. Boah! Ja, ist ja leicht. Aua! Ah! Entschuldigung! Ist ja leicht! Holy shit! Jetzt geht sie auch noch bergauf. Wer macht denn sowas? Alter, ist ja furchtbar. Wenn man einmal raus ist. Uiuiui. So, nimm mal Geschwindigkeit auf, mein Freund. Jetzt gehen wir hier mal richtig durch. Kann man auch bremsen? Ich bräuchte die Bremse. Ah, hier kann ich drauf gehen. Das ist easy. Boah, das wird voll unscharf, das Bild. Ja, leicht. Alles voll leicht. So wie unser Dozent auch immer sagt, alles easy, alles leicht. Haben wir verstanden? Alles leicht. Gar kein Problem. Ja, hier geht's richtig zur Sache. Die Steuerung ist aber auch wirklich allererste Sahne. So, da gehen wir mal richtig. Ah, stimmt. Man kann ja auch richtig hart in die Kurven reinfahren. So, da vorne müsste ich jetzt wahrscheinlich mal richtig hart in die Kurve rein. Ja, so viel dazu. So, das ziehen wir durch. Wenigstens muss ich hier kein Mathe machen wie im anderen Spiel. Schau mal, wie elegant das jetzt auch einfach hier zu Ende geht. Und das wird eine super Zeit. Unter 2 Minuten. Ich glaube, ich bin da angekommen, wo noch kein Mensch zuvor war. Wo sind wir denn? Schauen wir uns jetzt nochmal komplett an. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Zum Start war es halt so ein bisschen, ne, wie bei South Park, Pizza, Pommes, nee, andersrum, Pizza, Pommes, wo man die Skier parallel macht und dann eben nicht, ja, das sieht doch gut aus. Ich finde, das sieht sehr sportlich aus. Und, ui, wie kann man denn damit vorne liegen? Wahrscheinlich auf leicht, würde ich es jetzt mal tippen. Aber haben wir auf jeden Fall gut gemacht und ich hoffe doch mal, dass es einen zweiten Lauf gibt. Nee, ach komm. Hätte ich mich jetzt drauf gewischt. Skicross. Ja, nice. Ich weiß nicht mal, was das für eine Disziplin ist. Ist das, wo man zusammen runterfährt und sich gegenseitig mit einem roten Panzer abschießt? So, Startposition einnehmen, Geschwindigkeit. Haben wir verstanden. Lenken, starkes Lenken, bergab. Ah, haben wir verstanden. Abspringen. What the fuck? Ah, okay, das ist Abspringen. Ich dachte gerade schon. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Du bist vom Helikopter abgeholt. Jutti, let's go, mexikanischer Wamsi. Gehen wir mal in die Start... Oh, 63, diesmal waren wir aber schon dicht dran an der neuen... Hä? Was machen die denn da? Ich glaube, der eine ist gerade explodiert, oder? Ja, nice. Achso, muss ich dann irgendwie noch landen? Das habe ich wieder nicht gelesen. Hä? Was? Ja, du musst auch lenken, mein Freund. Jetzt geht der Bart schon wieder weg. Hä? Wo muss ich denn? Ich hätte das mit dem Landen mal lesen sollen. Ist ja unfair. Aber ich liege trotzdem an zweiter Stelle. Wie kann dieser Bart eigentlich immer wieder an der anderen Stelle abgehen? Die hole ich noch. Easy. Da unten mache ich jetzt den Stunt des Todes. Schneller! Komm schon! Mamsi! Wie konnte ich denn da letzter werden? Und wie kann der Bart überhaupt nur noch so hängen? Brauch wirklich Tesafilm.
So, jetzt ist der richtig fest. Tut ein bisschen weh, aber macht ja nichts. So, letzter Platz. Komm, zweiter Lauf. Nee, gibt's nicht. Trotzdem Gold. Gold für Mexiko. Ja! Mexikanischer Wamsi. Nice. Vor allem, er sieht eigentlich genauso aus wie ich, wenn er sich freut. Dankeschön, Dankeschön. Super. Richtig geil. Also, das ist das, was ich erwartet habe, circa. Ich bin mir jetzt mit der Steuerung noch unsicher. Habe ich jetzt ein Achievement? Da habe ich mich jetzt für den Semi-Pro-Cup qualifiziert oder was ist los? Oh, Curling, Zweierbob, Snowboard-Cross. Ich freue mich schon auf Zweierbob-Cross. Das wird nice. Einfach so konkurrierend die Bobbahn runter zu viert. Das wird richtig geil. Ja, machen wir direkt. Komm. Auf leicht. Also man hat schon gesehen, wir lernen die Disziplinen erstmal kennen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, gegen Österreich, gegen Norwegen und gegen die Queen. Finde ich super. Nein, ach Biathlon, das habe ich nicht gesehen. Dann hätte ich es nicht gemacht. Furchtbar. Anleitung. Geschwindigkeit aufnehmen. Es gibt aber keine Starthaltung. Finde ich schon mal enttäuschend. A und B im Rhythmus drücken. Kann ich nicht. Bergauf wiederholt gedrückt halten. Bergab. Ja, okay. Das kriege ich hin. Zielen. Stillhalten durch Luft anhalten. LT schießen. RT nachladen. A. Jedes verfehlte Ziel führt zu einer Strafrunde. Nice. Wird gut, oder? Was sagst du, Jochen? Okay. Ja. Episch. Ja, ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Ich drück schon mal. Ich drück wie verrückt. Ich bin bereit. Ja, schieß halt. Meine Güte. Wie lange kann man brauchen, um den Scheiß zu schießen? Ja, okay. Hä? Ach komm, hier geht's wieder bergauf. Schulterblick. Boah, nice. Krasser Scheiß. Ich bin in der Ebene nicht so gut, merke ich gerade. Hä? Also ich soll immer dann drücken, wenn das da angezeigt ist? Ach, ich raff's einfach nicht. Aber dafür bin ich am Berg einfach der Lance Armstrong, der Jan Ulrich des Biathlons. Richtig gut. Die Fans sind auch aus dem Häuschen. So, soll ich hier einfach immer warten, bis die drücken oder bis das da kommt? Ah, okay. So geht es ja relativ leicht. Gar kein Problem. Ich bin einfach hochbegabt. Da hat man es wieder. So, muss ich das gedrückt? Nee, einfach nur gedrückt halten. Wäre auch ein bisschen doof sonst. Alter, das verschwimmt immer so. Ist ja schlimmer als Ski Alpin. Glück haben sie die Strecke breit gemacht für mich. Boah, da muss aber auch hochkonzentriert sein hier. Schulterblick! Action Cam! Hä? Ach komm, einfach in den Tiefschnee gelaufen. Ja, da war ich gerade noch richtig und jetzt durchziehen. Komm schon, mexikanischer Wamsi. Alter, wir laufen hier schon, laufen wir echt schon 1,44. Ist ja unfassbar. Ja, lauf halt weiter. Ist doch nicht so schwer. Wie auch einfach immer dann sofort Speed gained. Ja, und jetzt wieder bergauf. Wo sind wir denn hier hingelaufen? Sieht aus wie das Level mit den Goronen bei Zelda Ocarina of Time. Sehr unfassbar. Ab nach Mordor. Ja, dann das. Ja, dann drück halt. So, und jetzt hier. Also ich glaube, ich habe schon tatsächlich bessere Biathlon-Spiele gespielt. Alter. Wie unscharf das Bild aber auch einfach wird. Ja, wie soll ich denn beides jetzt gleichzeitig drücken? Ist doch unmöglich, zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. So, hochkonzentriert. Wann kommt denn endlich mal dieser scheiß Schießstand? Wir sind doch hier nicht beim Langlauf, oder? Schulterblick! Ach, guck mal an. Da ist doch kein Mensch mehr da. Die machen wir doch richtig fertig. Also, wenn das Schießen nicht wäre, dann wäre es echt super einfach. Ja, okay. Jetzt wird geschießt. Ab an den Scheißstand.
Boah, Alter, gleich mal 16 zu 9. Hä? Was war das denn? Einfach mal völlig verirrt. Okay, Luft anhalten, schießen und ich weiß nicht genau. Okay. Muss ich überhaupt die Luft anhalten? Nice. Achso, Entschuldigung. Alter. Ah nein, da ist ja gar nicht schießen. Ah! Alter, ist das schlecht. Nein, ist ja schlimmer als NGL. Schieß, egal. Hä? Muss ich nachladen oder? Wieso läuft Fjortoft hier mit? Alter, war das schlecht. Weißt du, mit 8 Minuten Vorsprung an den scheiß Schießstand gekommen und trotzdem verkackt. Die Strafrunde ist aber auch heftig. Läufst ja eine halbe Minute durch. Ein bisschen zu lang die Runde, habe ich das Gefühl. Ein kleines bisschen zu lang. Aber dafür läuft man hier ja auch ewig. Ja, schaut euch das. Bin einfach eine russische Athletin im Herzen. So, darf ich jetzt wieder raus? Oh, jetzt geht's wieder auf die Loipe mit den anderen. Also, die Spannung ist schon krass. So, dann können wir gleich wieder Schulterblick üben. Ist wie in der Fahrschule. Easy, kein Problem. Also, das Schießen war auch stark, finde ich. Besser als bei NGL Biathlon. So, jetzt nochmal die ganze Runde. Die geht 3 Minuten. Habt ihr irgendwas vor heute noch? Oder ist das das alles, was ihr heute Abend noch machen wollt? Da fällt mir auch langsam nichts mehr zu ein. Also, ich mache mal einen kurzen Cut, weil Anna auch gerade nach Hause kommt. Und dann schauen wir mal. 2000 Jahre später. Jo, also, 8 Minuten später oder 5 Minuten, halbe Stunde später. Ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwann das jegliches Gefühl für Zeit verloren. So, warte, wie schieße ich nochmal? Ich glaube, ich weiß es. Okay, so kann ich... Easy. Easy. Oh, doch nicht so easy. Ah, Luft anhalten wäre wahrscheinlich wieder gut. Oh nein, jetzt habe ich es wieder zu übertrieben. Alter, jetzt geh schon runter, Mann. Schon wieder einen falschen Knopf gedrückt beim Schießen. Schieß. Ach, schon wieder falscher Knopf. Mann, Mann, Mann. Wer schießt denn auch mit RTR? Ich habe doch keine Patrone mehr. Jan Orge Fjortoft. Auch schon da. So, lauf. Das wird ein Sieg. Ich hab's im Gefühl. Das wird stark. 3 Strafrunden finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob die Konkurrenz bei den höheren Schwierigkeitsgraden einfach langsamer läuft oder ob das Spiel schwerer wird. Ob man selber auch persönlich die Luft anhalten muss. Ob der Controller so stark vibriert, dass einem die Finger gebrochen werden. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich hoffe doch, dass es sehr stark vibriert. Entschuldigung. Ich hatte gerade Sexy Time. Also nicht, dass das möglich wäre. So, ich hoffe, da vorne ist das Ziel. Bitte lass es das Ziel sein. Muss ich jetzt noch eine Runde laufen? Oh Gott sei Dank. Holy moly. Das ist ja furchtbar. Also Biathlon, na, die Umsetzung ist